Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Gothic 3 Let's Plays hier auf meinem Kanal. Legen direkt einen Quicksave an, na, damit damit die Geschichte immer direkt losgehen kann. Klar, geht genau wieder dieser Banger hier los, wisst mal ja Bescheid. Der P braucht gar kein Geld, ne? Macht er for free hier. Ja, ich glaube, ich darf hier nie wieder irgendwas monetarisieren. Ich muss euch ehrlich sagen, ich finde das immer ein bisschen lächerlich. Wie gesagt, habe ich ja letzte Episode schon ausformuliert, warum. Und muss mich da auch mal informieren, ob ich da vielleicht einfach auch sagen kann, hey, seid ihr euch da sicher, dass das eigentlich so ist? Weil ich habe das Gefühl, Junge, die Person kriegt doch eher nochmal Aufmerksamkeit dadurch, dass ich hier Videos dazu mache, oder nicht? Ja, ja, hier nimm mal ein bisschen Gift, ne? Ja. Ah. So, jetzt könnte ich ja eigentlich einfach chillen auch. Ja. Du Ratte. Ja, eben. Wildschweine, ne? Mal ordentlich erjagt, würde ich mal behaupten. So. Ja. Vielleicht muss ich den Sound auch aus den Soundfiles streichen, Leute. Sage ich euch, wie es ist. Das finde ich auch echt eine schwache Leistung, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, wer diese... Wie heißt die? Alice irgendwas ist? Na, ich dachte hier alles Kai Rosenkranz und so. Ob die das geklaut hat? Oder so, lasst da gerne mal da, falls ihr da was wisst. Na, das würde mich tatsächlich interessieren. Denn ich find's schon, wie gesagt, ein bisschen lachhaft. Wisst ihr, wie ich meine? Meiner Meinung nach, wenn du cool bist, sagst du, hey, wenn Leute dieses Game spielen und ich dadurch potenziell mehr Aufmerksamkeit bekomme, dann scheiß doch auf die 2 Cent, die du da eventuell mit verdienen würdest. Also ohne Witz. Zumal sie ja davon auch nichts hat. Sie sagt halt einfach, nee, darfst du nicht monetarisieren, ne? Das ganze 50-minütige Video nicht, weil da sind halt 20 Sekunden von meinem Banger drin. Das finde ich ja, wie gesagt, das finde ich einfach ein bisschen lachhaft. Also ich habe das noch nie wirklich verstanden, was die Scheiße soll. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Ich finde, das ist Quatsch. Man sollte doch lieber die Reichweite mitnehmen, oder? Vielleicht muss ich sie mal anschreiben oder so. Also wenn jemand von euch weiß, wer das ist und was genau die mit dem Soundtrack zu tun hat, sagt da gerne mal Bescheid. Ah, jetzt sind das doch 3 Stück. Das ist ja ein bisschen ass, ne? Wenn ich es schaffe, direkt einen zu giften oder so. Ja, ja, natürlich nicht. Ja, ja, klar. Der eine, der hier schon halb tot ist, na, macht jetzt hier noch Rambazamba mit mir. Ist ja Logo. Weg jetzt mit dir. Alter, was rasten die auch so bodenlos aus, Alter. Ja, was macht man mit den Wölfen? Genau nichts, wenn man keine Chance hat. Ja, ja. Nee, da haben wir keine Chance. Ah, das stößt mir immer noch ein bisschen auf, ne? 3 Wölfe hacken uns die Scheiße aus dem Leib. Also, da muss man schon echt Glück haben, dass man 3 Wölfe hinbekommt. Und das widerstrebt mir irgendwie so ein bisschen, diese Tatsache. Da wir ja Jäger sind, wisst ihr, wie ich meine, würde ich das eigentlich schon ganz gerne hinbekommen, so. Aber stand jetzt echt keine Chance. Kümmern wir uns erstmal um das Wildschwein da oben, ne? Den hat's stecken. Ah, viel zu low. Ich dachte, das rennt ein bisschen näher an uns ran. Ah, der war super close, aber, ne? Jetzt. Links von mir scheinbar auch nochmal ein Wolf. Ja, so treffe ich da halt nichts, ne? Ja, ja. Lass jetzt bitte mein Wildschwein in Frieden. Ja, rutsch doch jetzt nicht, Hero! Nimmt er mir hier meine 100 EP weg? Ich glaub's nicht. Was für eine Rattenscheiße, ja? Weil der Hero hier so ein bisschen abrutscht, ne? An was man sich hier alles gewöhnen muss. Eine Frechheit ist das, ne? Oh ja, ich slide jetzt hier ein bisschen. Währenddessen kann ich aber nicht am Bogen und so. Geht leider nicht. Ja, okay, dann darf ich mich nirgendwo hinstellen, wo ich slidey bin, ne? Weil sonst geht wieder gar nichts und wir dürfen die Suppe dann auslöffeln, ne? Und die schmeckt nach Arsch, sage ich euch. Nach absolutem Arsch schmeckt die. Hier. Den hat's aber stecken. So, jetzt ist das weiter hinten als gedacht. Ah, der war minimal zu früh. Jetzt kommen wahrscheinlich gleich wieder die Wölfe dazu. Oh, war das kein Hit? Na, also... Ja, da stecken der Wolf, ne? Du bist so ein Arsch. Nimm mir hier nicht meinen Loot weg. Das ist eine dreiste Frechheit. Ja, hier. Wie schmeckt dir das?
Na also. Ja, ja, klar, du rastest dann wieder vollkommen aus, ne? Den hat er stecken. Den hat er drin. Ja, den hast du jetzt halt, ne? Und sag, gucken, wo du hier mit meinem Gift bleibst. Kleiner Rattling. Ja, stirb am Gift. Dreckige Ratte. Oh nee. Oh nee. Der braucht, glaube ich, ein Gift hier, der Kollege, ne? So, jetzt loot ich schnell deinen Kumpel da hinten. Kannst gerne mitkommen oder es bleiben lassen, ne? Mir eigentlich relativ egal. Aber ich nehme hier auf jeden Fall den Loot mit, wenn ich schon die EP nicht haben durfte, ne? So, und wo ist jetzt das gegiftete Rattenschwein? So, du Warzenschwein, dann komm mal her, ne? Haben wir immer noch ein Gift drin? Ist ja schade, ne? Ist ja echt schade. Das ist ja ein Jammer. Wo ist jetzt nochmal ein Wolf? Da oben und kämpft mit einem Wildschwein. Schade. Nee. Das hackt mich dumm. Ja, Alter, war das close, Mann. So, jetzt direkt einen Pott reinhauen, bevor der Wolf mich spottet. Und noch was dazu reinhauen, bevor mich alles spottet. Machen wir den hier noch leer, oder? Genau. Kriegt der nächste Wolf auf den Deckel. Auf den Decklin. Ah, shit. Und die Eidechse ist auch sauer, oder wie? Eidechse, dich kann ich jetzt gerade echt nicht brauchen hier. Eidechsen mag ich auch eigentlich super gerne, aber na. Die Arme. Naja. 25 EP, nehme ich dankend an. Okay, stark. Das lief doch, ne? Man muss es sich hier und da ein bisschen zusammenschustern. Ich find's übel irre, dass die Wölfe gegen die Wildschweine gewinnen. Aber hey, it is what it is, ne? Oh, war drüber. So, ne? Komm nur her. Du raffst es ja gar nicht. Stecken. Oh, damn it. Tja, Freundchen. Easy. So, sehr schön, ne? Ja, ja, hier. Hä? Stark, Hero. Sehr stark. Ein Kampfstab, eine Eislanze und ein bisschen Feuerball oder so, ne? Lieben wir. So, ich will zum Waldvolk. Oder zumindest würde ich das ganz gerne mal, ne? Muss nicht jetzt sein, aber könnte jetzt einmal sein, wegen mir. Ah, war zu low. Der war zu hoch. Ja, den hat er stecken. Ja, komm nur auf mich zu, das ist perfekt. So, die werden leer gelootet hier, ne? Aha, hier geht neue Musik. I see, hier passiert bestimmt was, ne? Ich könnte hier an einem Baumstamm ein bisschen rumsägen. Was ist denn hier in dem Häuschen drin? Wahrscheinlich nichts, oder? Ja, Unrat und Rattenkot maximal, ne? Aber nichts für uns zu holen. Schadi, schadi. Kann man aber nichts machen, ne? Oh, eine Höhle. Ist das ein Stein in der Höhle oder chillt was Üppiges, Opulentes vor der Höhle in Ogerblatt? Dann sehe ich doch da noch was. Na, Hero, darfst ruhig rennen. Wenn ich Shift drücke, kannst du wegen mir gerne immer rennen. Denn meistens will ich dann genau das. Ich weiß, wenn bergauf, na, macht er das nicht direkt, aber manchmal dreht man sich auch wieder bergab und er geht trotzdem noch so rum. Ich verstehe es manchmal nicht ganz, aber auch da werde ich noch zunehmend reinkommen. Da bin ich mir absolut sicher. So, na? Was geht denn hier ab? Gucken wir mal rein in den Spaß hier, ne? Locker. Crawlilies. Ungünstig. Crawlilies schon immer noch mit am krassesten eigentlich, ne?
Kann man gar nicht anders sagen. Vor denen habe ich auch echt ein bisschen Angst. Die sind echt groß geworden. Ah, ah. Komm nur her, kriegst ein Gift reingedrückt. Nee, leider nicht. Hack zu, dann hack ich. Ja. Ah. Ja, ja. Und wie viel Damage sie dann auch immer gleich dischen, ne? Wir hören nicht auf. Ist quasi unsere einzige Chance, wie ich finde, wenn er da gleich an der Wand stuck ist. Nee, das ist, glaube ich, unser Loose. Das ist unser Loose, dass ich hier dran stecken bleibe. Ich glaube, das machen wir mit dem Bogen. Hat er den? Müsste meiner Meinung nach eigentlich gehabt haben, aber hey. Wer bin ich schon, ne? Wer bin ich schon? Ja, ja, wir könnten durchaus mal ein bisschen mehr Leben vertragen, wie ich finde. Aber den holen wir doch jetzt hier ab, das wäre doch gelacht, ne? Hoffentlich kommt nicht direkt der zweite mit dazu. Wo war das kein Hit? Ja, sag mal, hast du denn eine Hitbox oder warst du da nicht da, als die verteilt wurde? Ich glaub's ja nicht. Frechheit. Bruder. Den darf man wirklich nur mittig an der Brust treffen, ne? Ansonsten nirgends. Sieht der nicht ein. So, dann hauen wir wieder ein Stückchen ab. Ja, nee, können wir wegen mir auch auf die Tour machen. Weißt du, wie ich mein? Mir ist das egal. Ich mach euch so. Ich wollte euch den Nahkampf anbieten, aber wenn ihr immer so einen Quatsch mit mir abzieht, muss es wegen mir jetzt auch nicht sein. Wo Hitbox? Freund Nase? Das ist doch nicht sein Ernst. Also sorry, der Pfeil ist da astrein einfach durchgeflogen. Nee, macht kein Damage, ne? Hat der gedodged, XD. Sind ja hier nicht in Gothic 1 und 2, wo die Pfeile treffen oder halt nicht und es einfach nur reines Glück ist, ne? Also, je nachdem. Hängt halt vom Skill ab, wisst man ja Bescheid, aber ihr wisst, was ich meine. Naja, euch Rattenfänger hole ich so ab, Alter. Ich hasse dich. Ja, war kein Hit, ne? War einfach nicht, weil wurde halt so bestimmt. Von dem hohen Plenum, dem hohen Rat der Crawler, ne? Das war wiederum ein Hit. Willst mich doch verarschen? Das wieder nicht. Digga, der Damage, den die auch rausdischen, ist halt echt eine Frechheit. Aber die holen wir. Die holen wir, Leute. Ich mach jetzt auf Safe. Ich bin jetzt genauso nervig wie die. Man muss Spiele mit ihren eigenen Waffen schlagen. Du gibst mir nervige Gegner, dann bin ich halt ein nerviger Spieler. Mir doch, Wayne. Ja, genau. Der ist nämlich an der Brust vorbeigeflogen, weil, ja, ist halt so, Leute. Was soll ich euch sagen? Wenn ihr das nicht gesehen habt, seid ihr selber schuld. Ja, den hat er, ne? Den hat er auch. Den kriegt er. Kriegt er noch den nächsten und dann hau ich ab. Ja, Freundchen, wie schmeckt dir das, ne? Ja, ne? Weiß ich ja nicht hier. Wie gesagt, könnt's gerne auf die Tour machen, wenn ihr das so haben wollt. Alter, die hauen uns im Nahkampf halt auch so zu Klump, ne? Das ist schon echt brutalst. Okay, der war einfach scheiße. Nevermind, ne? Nevermind. Ja, war kein Hit, klar. Den hat er. Lieb, dass die dann immer kurz stehen bleiben bei einer gewissen Distanz. Das ist wahrscheinlich, yo, bleibst du im Combat oder nicht, prüft da quasi, ne? Aber ja, wir bleiben. Nur wollen wir immer ein bisschen weiter weg sein, damit wir dich von hier aus nicht treffen können. So. Ja, hätte der jetzt wieder, ne? Auf unsichtbare Art und Weise eine Dodgeung gefunden, wären wir wieder ordentlich am Arsch gewesen, aber so haben wir den ordentlich den Popo aufgerissen, ne? So, sneaken und dann wegklauen. Ja, perfekt, okay. Auch ein guter Tipp, ne? Kann man das viel schneller einsammeln, alles.
Da merkt man auch, wir machen tatsächlich Area of Effect, ne? Obwohl, nee, kann man hier nicht ganz klar sagen. Kann man noch nicht ganz klar sagen. Denn in dem Moment, wo die eine stirbt, ist vielleicht dann unser Hit wieder ready für die zweite. Na, aber ich glaube, es gibt schon so ein bisschen AOE haben wir schon irgendwie. Auch wenn es hier und da ein bisschen irre ist, aber doch, doch. So, hier sind keine rattigen Truhen, doch eine rattige Truhe ist hier. Das Glossar kann also weiter erweitert werden, ne? Bin eine schwere Truhe. Ah, ne, ist eine alte Truhe. Kriege ich die hin? Wuhuhu. 43 Pfeile. 10er Schutz vor Geschossen. Geil. Feuerball, Heiltrank, Verwandlungstrank Scavenger, Verwandlungstrank Wolf und ein bisschen Cash. Sehr schön, ne? Das kann man sich mal gönnen. So, die nehme ich so mit und hier mache ich gleich wieder den Sneak Loot. Alter, ja, das ist ja super angenehm, ne? Easy Truhe. Die scheint auch nicht zu hart zu sein, ne? Nice. Und immer direkt am Klappen hier. Holzfäller-Axt. Schutz vor Eis. Max-Ausdauer 10. Krankheit heilen. Geil. Wasser und ein Dietrich. Sehr schön. Sehr, sehr nice, ne? So looteten wir diesen Ort. Stark. Ja, nee, sehr stark. Knallen wir uns einen Flösch rein. Easy. Ja, wie das sich so aufschaukelt, wenn man aus so einer Höhle rauskommt, dieser Soundtrack, ist schon einfach ziemlich geil, ne? So, wo geht die nächste Geschichte in der Nähe von Kaktum? Ein Nashorn also, ne? Da würde ich am liebsten rankommen von hinten, ne? Und dann ordentlich in Popo mit einer Vergiftung. Ja, ich kann mich halt noch nicht an Tiere anschleichen, aber vielleicht checkt es ja trotzdem nicht. Oh, du Ratte! Ah! Hero! Alter, ich kann in der Luft lenken? Das ist ja super irre. Naja, das Gift schwächt den ordentlich, ne? Naja, hier, schmeck mal meinen Rattenbogen. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wir müssen das Terrain mehr mit einbeziehen. Oh! Huh? Oh! Sehr schön. Der hat gereicht. Ich hätte gedacht, wir brauchen zwei. Nice. Zwei rohes Fleisch, ein Horn erhalten. Auf die Tour nämlich, ja. Das hat uns einen Hit gegeben und wir sind Half-Life, ne? Also das ist schon... And I'm not talking the game. Aha, da oben eine Blutrattenfliege. Direkt gespottet. Ja, ist echt geil. Als Jäger kommen wir ganz gut durch. Na, wir kochen so das Fleisch, das wir halt ergrinden. Und davon jagen wir neue Tiere mit dem Leben, das wir durchs davor ergrinden von Fleisch und Tieren verdient haben. Solange das gut aufgeht und klappt, ist eigentlich alles cool. Hm, zwei von denen, ungünstig. Mal die erste direkt mal weg. Gatlin-Bogen activated. Weg mit dir, lass mich in Frieden. Nervst und bist dumm. Tell him! Tell him what time it is! Das lief geil, oder? Ja, Blutfliegenstachel, let's go. Gar kein Damage erhalten von denen, ne? Kriegen wir nämlich auch kein Fleisch und entsprechend müssen wir natürlich gucken, dass wir auch keinen Schaden nehmen. Die Ratio muss immer stimmen. Wie viel Fleisch habe ich vom letzten Gegner bekommen? Wie viel habe ich für den nächsten verschwendet? Ne? Ja, da so drumherum spaziert. Oh, das ist ja eine erfrischende News. Alter, yo. Schlaf, geil, unvergessen, sehr schön. Damit können wir richtig geilen Scheiß abziehen, wie wir alle wissen, ne? Doch, doch, das ist sehr nice. Holen wir uns hier das Ogerblatt. Zum Glück ist das nicht so stark wie die Oger. Wisst ihr, wie ich meine, weil die Oger uns so weich geklopft haben, letzte Episode und so. So. Oh ja. Genau so. Da kommt ja noch eine. Woher kommt denn die jetzt? Ich darf hier nicht rumrutschen. Oh goodness. Weil ich schon ein bisschen rumgerutscht war, war ein Schuss wieder gelöst, ne? Die checkt's nicht. Die checken das nicht. Ja, eben, ne?
Ja, wir gehen hier durch die komplette Map, Leute. Mir doch, Wayne. Aber wo sind denn jetzt noch hungrige Wölfe in der Nähe von Kakdum? Also da habe ich jetzt wenig gesehen in letzter Zeit, ne? Ja, wenn nie ein anderer Soundtrack läuft als der... Ich glaube, das nächste Video gebe ich gar nicht erst mit Monetarisierung an. Kriege ich eh nur Ärger. So, Copyright Strikes, Freundchen. Was willst du tun? Vielleicht muss ich echt mal Einspruch erheben und sagen, hey Leute, das sind 20 Sekunden in einem 50-minütigen Videoclip. Was ist los mit euch? Wie nicht gönnerisch kann man bitte sein? Naja. Da regt mich auch vor allem immer dran auf, ne? Wir hatten es, glaube ich, neulich im Stream mal davon. Da haben wir ein bisschen arg über YouTube und dergleichen abgerantet, ne? Kann man gar nicht anders sagen. Da wurde schon ein bisschen gerantet. Was ist denn das? Seltsamer Pilz. Ja, geil. Den nehme ich da an, das ist ja klar. Na, und zwar eine Sache, die ich bis heute nicht wirklich verstehe an YouTube ist, ich nehme hier ja in verschiedenen Soundspuren auf. Also das, was ich labere und das, was ihr an Gameplay-Eindrücken hört, ist auf zwei verschiedenen Spuren. Wenn ihr diese Möglichkeit beibehalten würdet, ne, neue Truhe fürs Log, wenn ihr diese Möglichkeit beibehalten würdet, im Sinne von, wenn ich das hochlade, hat das immer noch drei Spuren. Eine Videospur, wo mein Gesicht und die Gameplay-Footage mit drin ist, eine Soundspur, in der ich rede und eine Soundspur In-Game-Sound, ne? Dann könnte ich zum Beispiel sagen, ja, stell doch einfach die Sequenz stumm. Na, aber das Ding am Stummstellen ist halt immer, ihr habt dann halt 20 Sekunden überhaupt keinen Sound, also auch keinen von mir. Und das, finde ich, ist so ein veraltetes Problem. Man könnte da so easy was dagegen machen, na, also, weiß ich nicht. Da, YouTube, macht doch mal was für den Anteil, den ihr als Plattform bekommt, na. Sowas zum Beispiel wäre super geil. Bin jetzt ja bei bestem Willen nicht der einzige Let's Player auf der Welt. Ganz im Gegenteil. Also, und das stößt bestimmt vielen auf. Und das ist auch einfach nicht cool geregelt, oder? Wie gesagt, ich meine, die Lösung dafür liegt absolut auf der Hand. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ultra schwierig wäre, das zu implizieren. Wie gesagt, gerade wenn ich die zwei Spuren ja habe. So, das müsste ja auch irgendwie möglich sein, das entsprechend zu exportieren und entsprechend hochzuladen. But if it's to no avail, then I won't do it. Das ist ja klar, ne? Ich mache hier keine extra Arbeit, die mir dann nichts bringt. Ja, ja, Wölfili, ne? Also dafür, dass die Wölfe 50 EP geben, finde ich die in der Ratio zu anderen Sachen, die 50 EP geben, ein bisschen krass. Ein Schrat. Digga. Weiß ich ja nicht. Den fordern wir natürlich heraus, ne? Schratili. Den hat er stecken. Ah, zwei Schrate. Das ist vielleicht nicht so gut, ne? Alter, gedodged! Es gibt also doch einen Dodge, ne? Sehr schön, gut zu wissen. Ja, komm nur. Stich! Ah, kacke, ich glaube, die klopfen nicht weich, oder? Ich glaube, mit Schraten sollte ich noch nicht so chillen. Vielleicht ein Einzelner? Möglich, wir gucken mal. Ja, ja, aber Damage geht eigentlich bei denen. Also den Damage, den ich von ihnen kassiere. Nur die tanken halt böse. Unsere Hitbox finde ich stellenweise echt schwierig nachvollziehbar. Ja. Schwerst nachvollziehbar. Ja, nice. 300 EP. Let's go. Ein Schrat, ne? Und von dem kriege ich nichts. Das ist ja geil, ne? Das ist ja geil. Ja, okay. Also, wenn man von denen nichts kriegt, dann werden die vermutlich einen Ort da bewachen, bei dem man wiederum viel kriegt, oder? Ja, dann müssen wir den zweiten schon auch noch machen, ne? Am liebsten würde ich dem natürlich ein Gift reindrücken, so ist es ja nicht. Aber es ist jetzt ja nicht so, als würden die nur darauf warten, dass ich den Gift reindrücke, ganz im Gegenteil. Wo ist denn der überhaupt? Der kam doch irgendwo von da rechts, ne? Schratili? Psst, psst, psst. Psst, psst, psst.
Oh, war er da gerade? Ja. Den scope ich da durch, passt mal auf. Schade. Oh, den hat er stecken. Ah, da ist noch einer. Das ist ja klasse. Noch einer. Lieben wir. Ja, der andere kann sich wieder verpissen. Guck mal her. Schade. Nee, zwei Schrate mache ich hier gar nichts, glaube ich. Ja, das ist eindeutig nicht unsere Realm hier, bin ich ehrlich mit euch. Ne? Das sollten wir eigentlich noch nicht machen hier, aber wenn es sich halt anbietet, würde ich schon gerne mitnehmen. Schade, sehr schade. Er haut zu und dann steche ich zu. Nein. Komm, schlag zu. 1, 2. Und dann bin ich dran. Oh, goodness. Alter, Junge, knüppelt der mich dumm. Okay, wir wechseln die Strategie. Auf den Bogen. Ja, Schrat, chill mal eben. Dich hole ich ab. Und noch ein. Ja, easy. Okay. Okay, wow. Schrate weiß ich nicht, ne? Also ist gerade Stand jetzt schon noch sehr stressig. Aber jetzt will ich auch sehen, was die dann da bewachen, ne? Versteht mich nicht falsch. Jetzt sind wir schon so tief in der Scheiße. Wir haben schon so viel von denen abgeholt, ne? 2/3, dass wir auch sagen, hey komm, jetzt muss es auch der Letzte noch sein. Jetzt muss auch der Letzte noch sein. Wir könnten natürlich mal versuchen, mit so einem Rattenpfeil oder so reinzugehen, ne? Allerdings würde ich mir das eigentlich ganz gerne für irgendwann mal aufheben, dass ich das dann nochmal so richtig entdecken kann. Alter, geil, neue Munitionstypen, wie sick ist es bitte, ne? Schade. Ja, jetzt komm auch. Ja, den erstecken, ne? Easy. Sind denn ihre Keulen wenigstens viel wert? Wir werden es bald sehen, ne? Nee, schön da geblieben, Freundchen. Wir sind noch nicht fertig hier. Wie die neue Musik wieder reingeht. Brandneuer Kampf hier, ne? Brandneu. Sag ich euch. Okay. Na, für die brauchen wir halt schon ordentlich Arrows. Arrow! Okay, wie ging der bitte wieder daneben? Naja. Da stecken. So viel ist es nicht mehr. Zwei Stück noch. Easy. Ja, Loot hat er kein. Tipptopp. Stachelkeule nehme ich mit. Alles klar. Na, haben wir geregelt. Dann sind da noch 2 Scavs. Die holen wir natürlich auch ab. Und dann looten wir diesen Ort. Und dann würde ich auch sagen, porten wir uns allmählich mal wieder irgendwo hin zurück. Na, und gehen das Leben mal wieder ein bisschen langsamer an. Die kriegen mittlerweile echt tollen Schaden. Yo, Gatlin-Bogen P, habt ihr es gesehen? So stelle ich es mir für die Zukunft vor. Da ist ja noch ein Schrat. Digga, ja, Schratdorf, dann gib doch eine Info. Schrat. Dein Ernst? Vor allem wetten, da sind die ganzen Chests. Hier ist eine Chest. Unmöglich. Unmöglich. Okay, unmöglich ist natürlich alles andere als möglich für uns. Digga. Ah, okay, das sind wenigstens Goblins. Ich dachte gerade schon. Wie viele Schrate wollen hier hausen? Ja, alle. Ja, wir retreaten. Wir ziehen uns zurück. Das macht keinen Sinn hier. Was ist das? Nach Vanguard geht's da. Außerdem wäre da halt eine Höhle, ne? Ja, well.
Neugier ist geweckt, so ist es natürlich nicht. Was chillt da? Goblins. Aber halt auch nicht zu knapp. Nee, wir verpissen uns, Leute. Wir gehen jetzt mal nach 4, oder? Sehe ich, was das ist? Leider nicht, wenn ich es raushol. Dann, wir gehen da jetzt einfach mal hin. Ich glaube, das ist unsere Mainstadt. Genau, ja, hi. So, hier chillt jetzt niemand mehr von unseren Leuten, aber hier ist wieder was los. Befreite Sklaven und so. Rebell. 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 Gut, dass die Rebellen jetzt hier sind. Ja. Ich hoffe, die Orks lassen uns hier noch eine Weile in Ruhe. Das wäre nicht schlecht, ne? 500 Zeig EP. Zeig mir deine Ware. Show me what you got, Holmes. Ja, wir nehmen auf jeden Fall wieder Dietrich hier mit. Klare Sache. Bolzen braucht man keine. Ansonsten passt auch alles. Schnaps, nee, muss nicht sein. Danke, Holmes. Ne? Guck mal, du kriegst hier das. Dann haben wir 3 Stachelkeulen, die leider gar nichts wert sind eigentlich. Ne? Ja, die örkischen Waffen lohnen sich schon echt noch am meisten. Ne? Wie Diego auch am Anfang gesagt hat. So, ey, lass das von denen abholen, dann läuft. Breitschwert wäre eigentlich schon ganz cool, ne? Aber bringt uns halt nichts. Können wir halt nicht nutzen. Schutz vor Geschossen, der ist echt geil, ne? Den können wir echt mal hier oder da verwenden eigentlich. Die können weg, den behalten wir. So, hier einen kleinen Goldausgleich und tauschen das Ganze. Ich danke dir vielmals. So, wohnt hier jetzt noch jemand Neues? Rebell, Rebell, Rebell. Ist hier noch irgendjemand, mit dem wir jetzt reden können? Der letzte Scheiß. Der letzte Scheiß. Rebell. Naja, ihr wohnt halt hier, oder? Aber hier ist jetzt niemand Namenhaftes dazugekommen oder so. Befreiter Sklave, Rebell, Rebell. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Ja, muss man echt, ne? Okay, hier sind jetzt einfach eine Shit-Ton Rebellen. Alles klar. Aber wirklich für die was questen oder so, kann ich jetzt an der Stelle nicht. Na, zumindest nicht von hier aus. Ne, Rebellen. Finde ich eine erfrischende Abwechslung, ne? Okay. Ja, ja, hi. Ich würde auch mal schnell was kochen, wenn du ich darf. Du hast uns den Sieg gebracht. Ja, ich habe mir Mühe gegeben, ne? So, dann gucken wir mal, wie viel wir schon wieder gucken können. Hier, ordentlich, ne? Mit mehr Fleisch zurückgekehrt, als wir losgegangen sind. So muss es sein. Tipptopp. Dann würde ich sagen, ab nach Kakdum, oder? Wir müssen irgendwie in eine andere Nähe von Kapdun. Ich weiß noch nicht, was die genau damit meinen, ne? Sind wir hier in Kapdun? Ja, genau. Stark. Ne? Also, jetzt passt mal auf. Guck mal auf die Map. Das ist Kapdun. Eigentlich können Wölfe nur hier sein. Da haben wir aber alles gecheckt. Hier drumherum würde ich sagen auch. Wir müssen eher hinter uns checken, ne? So in dieser Richtung. Ja, aber da kommen wir wahrscheinlich von der Stadt aus nicht gut raus, ne? Wir müssten quasi da hoch. Ich denke, da sind noch irgendwo Wölfe. Und die zählen halt als in der Nähe von Kapdun. Und deswegen haben wir die Quest noch nicht erledigt, gewissermaßen, ne? Das wird wohl das Problem sein. Können direkt mal bei Dieberei ein bisschen was lernen, oder? Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Eben. Schau mal, ich will einmal feilschen können. Dazu bist du noch nicht bereit. Dir fehlen 39 Diebespunkte. Okay, da muss man ja gestört gut sein. Dann schwere Schlösser. Dir fehlt es an der nötigen Erfahrung. Ah, wir haben gar nicht genug Lernpunkte. Sind wir noch nicht Level abgegangen, als wir unterwegs waren? Irgendwie hatte ich im Gefühl, dass ja, aber kann auch sein, dass ich es mit der letzten Episode verwechselt habe, ne? Gucken wir gerade mal schnell nach. Ja, 1,4k EP fehlen noch. Welche Stufe sind wir denn mittlerweile? Stufe 11? Junge, was? Wann ist das denn geschehen, ne? Crazy. Okay, okay. Ja, Stufe 11 ist natürlich auch schon Stufe 11 hier, ne? Klar. Ja, müssen wir mal wieder ordentlich grinden und so. Sind hier unten irgendwo Wölfe? Ja, die würde ich wahrscheinlich von hier auch nicht dargestellt bekommen. Ja, ja. Dann hatten wir hier, war nicht hier so eine Höhle auch? Bin ich da mal rein? Ah ja, das war nur hier so eine kleine Sackgassenhöhle, genau. Alles klar, das heißt, auch das hier bringt uns erstmal nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir mal unten an den Strand und gucken da unten nochmal. Da bin ich ja damals zu den Lurkern und wollte dann, glaube ich, nicht weiter, weil keine Reptilien heute. Und dann hatten wir aber doch nochmal den ganzen Strand geräumt, oder? Vielleicht habe ich aber was übersehen oder so. In dem Sinne, wir gucken auf jeden Fall nochmal nach. Vielleicht geht da noch was. Wenn nicht, ist auch nicht wild. Ja, und ansonsten müssen wir wirklich hier aus Kapdun raus und dann irgendwie obenrum hier in dieses Waldstück da oben reinkommen, ne? Stelle ich mir jetzt einen relativ weiten Weg vor. Wird es wahrscheinlich auch sein. Aber wäre bestimmt auch lukrativ, wenn wir noch die Wölfe abholen, dann fallen uns die in Kapdun ja maximal ab, oder? Ja, ja.
Sag mal, können wir das hier eigentlich erzen? Ah, das ist ein hohler Baumstumpf. Hey, hier sind neue Lurker. Als ob ich den noch nicht abgeholt hatte. Oh, ja, ja, die kriegen auch ganz gut mittlerweile vom Bogen. Das sind 4 Hit. Das ist sehr schön. Ja, easy, ne? Und ich kann die auch noch richtig häuten und so. 2 Lurker-Klauen erhalten, 1 Lurker-Haut. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber hier chillen doch keine Wölfe, oder? Also so Strandwölfe, also bitte. Weiß ich jetzt nicht, ne? Warum macht manchmal der Bogen... Das macht er nicht wegen voller Ladung, sondern wenn ich genau im richtigen Moment aufhöre zu spannen und losschieße, ne? Dann gibt's so einen kleinen Bonus. Das hört sich zumindest so an. Aber ich habe den Zeitpunkt noch nicht richtig rausgefunden. Da muss man auf das Geräusch der Sehnenspannung achten. Das heißt, die nächsten paar Male, die ich schieße, halte ich mal ein bisschen den Schnabel. Kann es vielleicht ein bisschen besser zuordnen. Na, wisst ihr was? Wir quicksaven erstmal wieder. Das sind nämlich schon einige Lurker da. Oh, 3 Stück. Ja, den einen will ich auf jeden Fall rausholen. Mhm. Dann suchen wir erstmal unser Heil in eiliger Flucht. Und schießen weiter auf den einen hier, der uns noch folgt. Den kriege ich auch noch hin. Ja, easy. Let's go. Upsa. So, nehmen wir auch den aus. Ja, ja, also Fernkampf. Doch, doch. Holt mich ab. Mit dem Bogen bin ich immer ready. Irgendwann wird das Ganze auch noch ein bisschen ehrbarer laufen. Da dürft ihr euch drauf verlassen. Und dafür stehe ich mit meinem Bogenlegendennamen. Ups. Habt ihr gesehen? Bogenlegende einfach. Ich sag's euch doch. Klar ist jetzt eine Fliege unterwegs. So, wir haben draußen eine Kreuzspinne. Magst du bei der mal vorbeischauen? So. Das war der Schuss, den ich meinte vom Sound. Ja, der nicht. Hm. Ja, ja, da gibt's bestimmt, ich sag mal, Conditions, auf die das hinausläuft, die man erfüllen muss, damit das... Oh, ja. Gehen wir da von unten in die Kapdum-Katakomben rein? Kann das sein? Da sehe ich doch schon ein paar... Was sind das jetzt? Goblins. Okay, immerhin keine Schrate. Dann ist ja erstmal alles gut, glaube ich, ne? Den erstecken. Ja, ja, Goblins hauen wir gut weg mit Pfeil und Bogen, ne? Einfach 3 Hit, das ist natürlich super nice. Da habe ich ordentlich die Beine weggezogen. Die Beine. So, jetzt kloppe ich mich mit denen. Passt mal auf, da kriegt ein Stich. Stich! Den hat er stecken, das heißt, jetzt gehen wir auf den anderen im Idealfall. Ah, oh, oh, der rastet aus! Der hat Höhenvorteil. Also, ne, wisst, wie ich mein? Höhen... Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, lief doch, oder? Stark, ne? Schön den ihre Knüppel abnehmen. Naja, damit ihr mir keine Gefahr mehr werden könnt. Nehme ich alles mit. Ups, ist ein rostiges Schwert, of course. So, da ist aber noch einer am Start. Ist ja irre. So, schauen wir mal weiter, ne? Goblin. It's 2 of them. 2 Goblins. Den hat er stecken, ne? Mag, dass die noch ihre alten Sounds behalten haben. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Oh, goodness, war der geil. Ja, yeah, entscheide dich. Entscheide dich gern. Ach, der war trash. Uff. Uff. Ah. Manchmal wechseln die so unverhofft die Richtung. Das ist echt irre. Den hat er. Ah, Mist. Schade, ne? Sonst hätten wir den jetzt gerade ganz easy holen können und dann den letzten im Nahkampf. Genau. Mach mal einen Hit. Okay, wenn er nicht will, stechen wir. Na, also, ne?
Komm nur ran. Schade. Ja. Sehr sad. Aber ich mag, dass im Combat ein paar neue Moves dazu kamen eigentlich. Das gefällt mir ganz gut. Wäre cool zu sehen, wie die sich in Zukunft verhalten, wenn man ein bisschen mehr drauf hat. Aber wenn das ähnlich ist wie das, was ich sag mal in Gothic 1 so gelobt habe, dann wäre das schon eine coole Sache. Doch, doch, versteht mich nicht falsch. Das würde ich sehr hart feiern eigentlich. So, war das in dem Sinne... Manchmal klickt man dann direkt beides an. Das ist ein bisschen doof irgendwie. Das ist dann wiederum doof, dass er sich das so merkt, ne? Ja, jetzt sind wir nämlich unter den Ogern, nicht wahr? Ist vielleicht gar nicht schlecht. Wir looten einfach von der anderen Seite rein. Verstehe. Ja, das nehmen wir alles mit, ist ja klar. Ein Wasserfass. Pfeile liegen hier rum zu Haufe, das ist doch auch schön. Also unsere eigenen gewissermaßen. Abgebrochen. Abgebrochen. Immer der beste Joke, ne? Krankheit übertragen. Blitzschlag, Tierzähmen, nice. Nehmen wir alles mit. Und irgendein rattiger Bogen, I guess, ne? Auf jeden Fall kein Assassinenbogen hier an der Stelle, ist ja klar. Nice. So, und wo geht hier jetzt was? Hier geht nämlich bestimmt noch einiges, ne? Das waren bestimmt nicht die letzten Goblins, die hier hausen. Hier läuft ein chilliger Banger. Weiß ich ja nicht. Wenn's Game das meint. Ah. 80 Ogre. Nee, muss nicht sein, ne? Retreat! Retreat! Wir ziehen uns zurück. Okay, wenn hier so viele Ogre jetzt am Start sind und ansonsten aber wenig. Ah, nochmal Waffenbündel, geil. Würde ich sagen, sind wir hier erstmal raus, oder? Da dieses Pflanzenhub vielleicht noch mitnehmen. Das klingt irgendwie nach Kampfmusik. Aha, da hat mich irgendein Crawler gespottet, wie es aussieht. Alles klar, ja, wir hauen ab. Das ist noch nicht so unsere Realm, ne? Also, versteht mich nicht falsch, ich bin ultra heiß drauf, das zu machen, aber mit den Ogern, 3 Stück in einem Raum, kein Vorteil in Bezug auf die irgendwie lässig mit dem Bogen machen. Nee, das machen wir nicht. Das hat keinen Sinn. Zumindest noch nicht. Ja, dann direkt nochmal zurück nach Kakdum, oder? Well, 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 Leute. Wir brauchen mehr IP, ne? Das ist gerade unser wichtigstes Gut gewissermaßen. Ich würde sagen, wir knallen uns hier mal schnell hin und pennen. Dann wäre echt so ein bisschen die Frage, was machen wir als nächstes? Wir könnten jetzt wirklich gucken, dass wir um Kakdum rumkommen und dann von oben aus mal nach den Wölfen suchen, die hier anscheinend noch hungrig und in der Nähe sind, ne? Ich wette, das ist irgendwo da oben. Oder können wir hier vielleicht noch hoch? Ja, maybe ist das auch hier direkt und ich unterschätze, wie viel Fläche hier noch ist. Ja, das sieht doch gut aus, ne? Das sieht doch sehr gut aus, aber wenn das halt auch wieder 3 Stück sind, könnte es halt stressig für mich werden, ne? Schade. Den hat er stecken. Ja, rennst du nach da links noch? Natürlich. Warum auch gerade auf mich zu, wenn man auch dumm sein kann, ne? Wer in der Nähe von Kakdum wohnt, muss natürlich auch alle Ehre machen, ist klar. Keine Chance. Keine Chance hat man gegen mehrere Wölfe. Naja, ich sag's mal so, wenn die nicht so komisch nach links rennen, sondern gerade auf uns zu, die haben offensichtlich da ein bisschen Issues mit ihrem Pathfinding, aber wenn man das weiß, dann kriegt man bestimmt mindestens einen kaputt, bevor die überhaupt bei uns sind. Und dann wäre das schon mal eine ganze Ecke easier, ne? Ich glaube, ich muss die einfach bogenmäßig gechillt machen. Ach, Hero. Da versagt denn ihr Pathfinding wiederum nicht, ne? Bergauf gehen können die. Ja, komm mal runter und lass mich wenigstens die Waffe wechseln. Bitte.
Weil dann hacke ich dich weg. Genau, sehr schön. Easy game. Hier, na. Schön auf den Berg gelockt und dann let. Wisst ihr, wie ich meine? Auf die Tour nämlich. So, und wer wollte überhaupt das mit den Wölfen um Kap Dumm? Das weiß ich gar nicht mehr. Steht das in der Questbeschreibung mit drin, oder? Wie ist es da? Wir gucken gerade mal nach, na. So. Ja, das ist jetzt hier halt abgehakt, ne? Und jetzt müsste ich wissen, wer mir das aufgetragen hat. Das heißt, ich muss einfach mit irgendwem reden. Okay. Das war safe auch er hier, oder? Ich habe gehört, du bist jetzt Champion der Arena. Das eh. Respekt. Dankeschön, 250 Erfahrung. Ja, die hungrigen Wölfe. Die hungrigen Wölfe sind Geschichte. Du hast dich um die Wölfe gekümmert. Gar nicht mal so schlecht. Danke. Hier, hast du deinen Sold. Mein Sold, Alter. 300 Gold und 250 EP. Sehr schön. Ja, sehr schön, ne? Das ist doch klasse. Jetzt dürften wir echt super close dran sein am Level Up. Ah, wir sind gelevel upped. Nice. Das bedeutet, wie viele Lernpunkte haben wir? 13? Geil. Wir lernen jetzt zumindest mal schwere Chests. Und dann looten wir uns mal querbeet durch die Welt nächste Episode, oder? Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Denn schwer können wir ja damit schon. Und dann fehlt nur noch unmöglich. Und unmöglich haben wir bis jetzt ja erst einmal gesehen, oder? Glaube ich. Ja, also die wir jetzt diese Episode gesehen haben, wo er gesagt hat, unmöglich, die war unmöglich. Und davor, die waren einfach zu schwierig, ne? Okay, dann. Bring mir bei, schwere Schlösser zu knacken. Verstehe, du willst an die wirklich wertvollen Sachen. Genau. Halte den Dietrich nur mit den Fingerspitzen, dann hast du mehr Gefühl. Mehr Am Geräusch kannst du erkennen, ob du den Schließmechanismus in die richtige Richtung drückst. Okay, alles klar, vielen Dank, Mann. Ausreden, Taschendiebstahl. Na, vielleicht wäre Taschendiebstahl schon auch mal noch so eine Sache für sich. Wir saven jetzt mal die restlichen Lernpunkte. So, und dann will ich direkt mal gucken. Und zwar gegenchecken wir jetzt natürlich noch, ob ich gewissermaßen der richtigen Annahme erliege, ne? Indem wir uns hier ins Bett legen. Ist dir wegen erliegen und so? Dachte ich, kicke ich noch einen kleinen Joke kurz vorm Folgenende. So, und dann gehen wir hier runter. In die Höhle rein. Da war ja relativ am Anfang... Verstehe, kleiner Birdo. Relativ am Anfang eine schwere Truhe, oder? Ob wir die jetzt knacken können. So, du warst normal. Die ist normal. So, aber wenn man da jetzt reingeht, dann waren da doch gleich zwei schwere direkt nebeneinander, oder? Die hier schon? Abgebrochen. Oh, das ist ja schade. Aber ich darf, ne? Geil. Schlösser öffnen. Öffnet die meisten Truhen und Türen. Verwandlung, Wolf. 3 Dietriche. Schutz vorgeschossen, 10. Direkt nochmal, ne? Sehr geil, Leute. Jetzt looten wir the crazy way. Ne? Jetzt wird richtig abgelootet. So, guck mal. Hier ist nämlich noch eine. Da unten ist noch eine. Ist das geil. Abgebrochen. Abgebrochen. Das, Abgebrochen. Oh no. Nice, okay. Telekinese, sehr geil. Gebratenes Fleisch, ja, die hat sich jetzt nicht ganz so hart gelohnt, aber da kommt bestimmt noch der wildeste Shit raus, ich sag's euch. Komm, nicht abbrechen. Ah, das war eine normale, okay. Dann waren es die beiden da oben gewissermaßen. Alles klar. Ja, sehr schön. Das würde für mich bedeuten, dass wir nächste Episode auf jeden Fall mal, ne, nehme ich mir den Kommentar zur Hand, lieber Odin, wie gesagt, nochmal vielen Dank dafür. Und dann klappern wir das so ein bisschen ab, oder? Holen mal noch die ganzen Truhen leer. Und ab jetzt müssen wir uns nur noch die Uralten merken. Und das scheint erstmal hier nicht ganz so krass zu sein, oder? Da haben wir jetzt bis jetzt eine gesehen. Würde ich behaupten, easy. Wahrscheinlich gibt es da nicht allzu viele hier im Startgebiet. Aber hey. Todeserfolgreiche Episode, wie ich finde. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin, haltet die Ohren steif, euer P. Ade.